immer gut, einen Tag, eine Woche und ganz besonders ein Jahr mit einem guten Gefühl in allen Poren und Zellen zu beenden, damit das Neue, was kommt, auf dieser guten Schwingung zu dir kommen kann. Wenn du also Lust hast, dein Jahr mit einer kleinen Klopfrunde zu beenden, dann ist diese Folge genau die richtige für dich. Herzlich willkommen bei der Klopftimist, dein Podcast für Klopfakupressur und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Tina Husemann und ich freue mich, dich heute zu begleiten. Falls du die Klopfakupressur noch nicht kennst, empfehle ich dir die erste Folge dieses Podcasts, in der ich eine Einführung gebe, und dort kannst du dir auch ein Skript runterladen für deinen individuellen Gebrauch. Den Link dorthin findest du unter diesem Beitrag in der Beschreibung. Es ist wohl alles gesagt über dieses Jahr 2020, von dem wir bestimmt in vielen Jahren in den Geschichtsbüchern lesen werden, zumindest wohl in Medizinbüchern. Doch nur du allein weißt, welche Gefühle und Situationen dich besonders herausgefordert oder auch beglückt haben. Lass uns alles, was sich verändert hat, anerkennen. Lass uns zusammen deine Zellen aktivieren, Stress und Spannung loszulassen und deinen Körper, deinen Geist auf Wohlklang, auf Wohlschwingung ausrichten, damit 2021 ein gutes Jahr für dich wird. Diese Folge ist eine positiv stimulierende Folge und du bist eingeladen, deine Worte zu wählen und es um deine Aspekte zu ergänzen. Lass uns dabei über alle Klopfpunkte tanzen, um möglichst viel in deinem Körper zu aktivieren und zu lösen. Bitte trink vorher noch einmal ein Glas Wasser und stell idealerweise beide Füße auf den Boden. Und dann geht es los, wir klopfen auf dem Herzpunkt. Auch wenn dieses Jahr mich so sehr angestrengt hat, nehme ich es an, wie es war. Ganz sanft auf dem Schädeldach. Ich erlaube mir, voller Liebe und Dankbarkeit auf die letzten Monate zu schauen. Auch wenn vieles schwer war und mir Angst gemacht hat. An den Augenbrauen. Mit jedem Atemzug fließt frische Energie in meine Zellen. Und mit jeder Ausatmung lasse ich Druck und Spannung los. An den Seiten der Augen. Egal, ob mir diese Spannung und der Druck bewusst sind, ich lasse jetzt alles los. Unter den Augen. Alle bewussten und unbewussten Ängste, die ich mit mir herumtrage, lasse ich jetzt los. Am Kinn. Sie dürfen in 2020 bleiben. Es ist okay, dass sie da waren, aber jetzt ist es Zeit, sie loszulassen. Auf dem Brustpunkt, auf dem Herzpunkt. Ich nehme meinen Platz im höheren Ordnungssystem ein und verbinde mich hier mit Mutter Erde, meinem Herzen und meiner Seele, meinem höchsten Selbst. Unter den Achseln. Ich verankere mich hier fest an meinem Platz. Ich verankere mich hier fest an meinem Platz im höheren Ordnungssystem. Auf dem Schädeldach wieder. In Liebe und Dankbarkeit schaue ich zurück. In Liebe und Dankbarkeit schaue ich zurück. An den Augenbrauen. Voller Freude und Neugierde blicke ich nach vorne. An den Seiten der Augen. Egal was kommt, ich bin in dem Vertrauen, dass alles zu meinem höchsten Wohl ist. Egal was mein Kopf dazu sagt. Unter den Augen, ich öffne mich für neue Erfahrungen und neue Wege. Auch wenn es mir völlig fremd scheint. Am Kinn.
Dankbar aktiviere ich meine Liebe, meine Neugierde, meinen Mut und mein Licht hier an meinem Platz. Der Herzpunkt, und ich strahle mit meiner Energie in das neue Jahr. Und ich strahle mit meiner Energie in das neue Jahr. Unter den Achseln, möge das Beste zu mir kommen, mit dem ich mich entwickeln kann. Möge das Beste zu mir kommen, mit dem ich mich entwickeln kann. Wir gehen wieder auf das Schädeldach. Danke für jeden Atemzug. Danke für jeden Atemzug an den Augenbrauen. Danke für das Licht in jeder Zelle. Danke für das Licht in jeder Zelle. An den Seiten der Augen. Danke für die sichere Verbindung zu Mutter Erde. Danke für die sichere Verbindung zu Mutter Erde. Unter den Augen. Danke für die gute Führung meines Herzens. Danke für die gute Führung meines Herzens. Am Kinn, danke für meinen Mut. Danke für meinen Mut. Auf dem Herzpunkt, danke, dass ich immer mehr meine Angst loslasse. Danke, dass ich immer mehr meine Angst loslasse. Unter den Achseln, danke, dass sich immer wieder etwas verändert und ich in Bewegung bleibe. Danke, dass sich immer wieder etwas verändert und ich in Bewegung bleibe. Danke, dass sich immer wieder etwas verändert und ich in Bewegung bleibe. Auf dem Herzpunkt, danke für all die Erfahrungen. Danke für die Liebe auf allen Ebenen meines Seins. Danke für all die Erfahrungen. Danke für die Liebe auf allen Ebenen meines Seins. Vielleicht magst du noch einen ganz persönlichen und individuellen Dank aussprechen, dann ist jetzt eine super gute Gelegenheit und ich gebe dir ein klein wenig Raum dafür. Danke, danke, danke. Und dann atme tief ein und tief aus. Gerne zwei, dreimal tief ein- und ausatmen. Lass wirklich deine Ausatmung über den geöffneten Mund geschehen. Das löst nochmal mehr und in die Tiefe. Und mit dieser Bewegung und Ausrichtung darf das neue Jahr jetzt kommen. Und ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Jahreswechsel und freue mich, dich auch im nächsten Jahr wieder zu begleiten und zu begrüßen. Und wünsche dir bis dahin alles Liebe und alles Licht. Namaste, deine Tina von tina-husemann.de.